Ja, wir haben hier den Workshop Sprechendes Denken. Ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kind. Der Initiator ist, wenn ich das richtig weiß, der Moritz, der nämlich seit einem, nicht einem Jahr, aber seit dem 1. Januar 2017 ein Tagebuch führt, ein akustisches Tagebuch, nennt sich Podlog. Er spricht also tatsächlich jeden Tag alleine vor seinem Rechner sitzend Gedanken ein. Und dabei kommen ihm auch weitere Gedanken. Und manchmal auch Zweifel. Und manchmal bricht er auch einfach ab. Und manchmal sagt er, ach nee, was ich da gerade gesagt habe, ist alles Quatsch und so weiter. Also der ist also wirklich in einem Denkprozess. Und er hat gesagt, das würde ich gerne mal diskutieren, was das bedeutet. Ob Podcast vielleicht da eine besondere Kraft entwickelt an der Stelle. Er hat das dann ausgeweitet auf Nora und Rita, die in ihrem Podcast Was denkst du denn? Ein Diskussionsformat angefangen haben, wo sie über philosophische Fragen sprechen. Also Nora ist interessiert an Philosophie, aber sagt von sich, dass sie keine Ahnung hat. Und Rita ist die Fachfrau sozusagen. Ich habe von Medien keine Ahnung. Aber von Philosophie. Ja. Und du hast viele Bücher gelesen und du kannst auch diese schwierigen Namen alle sagen. Und es wäre jetzt interessant zu gucken, ob das vielleicht was anderes ist, ob da ein anderer Prozess im Gange ist. Also wenn einer alleine an seinem Rechner sitzt und sozusagen nur mit seinem Spiegelbild spricht oder ob zwei verschiedene dagegen sitzen, sich gegenüber sitzen. Und da ich den Sendegarten mache und das eine Gruppe mit 4, 5 Personen ist und wir da über mehrere Stunden uns auch gegenseitig was erzählen, austauschen und so weiter, kam ich dann auch noch zu der Gruppe dazu nach dem Motto, ja, also eine Person, zwei Personen, viele Personen. Ich bin also hier für viele sozusagen. Stellvertretend für viele. Dafür da, genau. Das ist so der grobe Rahmen. Ich denke, wir erzählen alle nochmal so ein bisschen, wie das Setting eigentlich ist. Insbesondere würde mich natürlich interessieren, was Moritz als Ideengeber sozusagen dazu gesagt hat. Und dann öffnen wir den Kreis und hören einfach mal, was ihr so an Ideen dazugeben könnt. Fangen wir an, Moritz. Also vielen Dank. Das ist tatsächlich der Fall. Ich habe am 1. Januar dieses Jahr ein Podlog begonnen, das ich als Denktagebuch konzipiert habe. Es ist also nicht tatsächlich ein Tagebuch in vielleicht mehr oder weniger klassischen Sinne, sondern ein Denktagebuch. Ich spreche also nicht über mein Privatleben, also nur in sehr engen Grenzen, eigentlich in, also nicht, sondern über meine Arbeit. Ja, über Umzugs. Genau. Und so weiter. Aber das gehört zum Arbeiten mit dazu. Es ist also ein Format, in dem ich über meine Arbeit spreche. Und das ist im Wesentlichen Denken, also wenn ich dazu komme. Und dabei, also das Projekt begann für mich eigentlich mehr oder weniger ohne groß Struktur mit reinzubringen. Ich dachte, ich nehme das einfach mal, ich nehme das einfach mal als Versuch, als Experiment. Und schau, wo mich das hinführt. Und nach so einiger Zeit, also relativ schnell eigentlich bereits, war klar, dass diese Situation, dass man so einsam vor seinem Mikrofon sitzt und so in Selbstgesprächen sich verstrickt, dass daraus einfach Dinge entstehen, die so als Prozesse für mich vorher nicht wirklich in der Form vermittelt verfügbar waren. Einfach so eine Art von Prozess, der in dem Sprechen selber entsteht. Und nicht nur so im kleistischen Sinne, also vom allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen, wo man einen Gegenüber annimmt, dem man irgendetwas überzeugend rüberbringen möchte und deshalb etwas auf den Punkt bringt und sich selber zu etwas überrascht, was man zuvor gar nicht vermutet hatte, sondern tatsächlich in dieser vermittelten Situation mit Kopfhörer, alles Ultraschall und so weiter, ihr kennt die üblichen Dinge, dem zum Dank hat man tatsächlich so eine ganz direkte Art, mit sich selber sprechen zu können. Und dabei entsteht eine, meines Erachtens, eine Gesprächssituation, die man dem Selbstgespräch sonst vielleicht nicht ganz hätte zutrauen können oder auch technisch vielleicht bislang noch nicht in der Form erreichen konnte. Was mich mehr und mehr dann im Zuge dieses Projekts interessiert hat, ist, was macht das eigentlich mit dem Denken? Also was macht das, dieses Sprechen, dieses Aussprechen, dieses Lautsprechen, jedes Zögern, jede Kritik, jede Selbstkritik zu hören, was macht das eigentlich mit dem Denken selbst? In Sinn kommen viele Tagebuchformate, die das schriftlich versuchen oder schon über Jahrhunderte an Tradition schon auch mitbringen, aber mit dem Sprechen verändert sich da noch etwas und was, dem bin ich so ein bisschen auf die, also zumindest versuche ich dem so auf die Spur zu kommen. Zugleich interessiert mich dabei auch
eben klassisch eigentlich wissenschaftliches Arbeiten in Form von gesprochener Sprache, die eine große Rolle hat, wie jeder, der so irgendwas Wissenschaftliches macht, weiß, aber eigentlich keine Rolle auf der Vorderbühne spielt, eigentlich nie das Produkt von wissenschaftlicher Arbeit ist. Gerade eben hatten wir im Wissenschaftspodcast-Workshop den Satz gehört, Wissenschaftspodcasts ist ja kein keine wissenschaftliche Arbeit. Einer derjenigen, die das mit betreuen, hatte das gesagt. Fand ich interessant, weil ich verstehe das nämlich genau andersrum. Das hat aber tatsächlich eben auch was damit zu tun, dass das Produkt eigentlich ein Text ist, ein geschriebener Text, und der anders irgendwie nicht so akzeptiert ist, auch als wissenschaftliche Reflexionsgrundlage. Und mehr dachte ich dann auch an so Ideen, wie dass es sich dabei eigentlich so um eine Art Arbeitsgedächtnis handeln könnte, die im Sprechen so sich entwickelt und bildet. Und gesprochene Sprache bringt dabei einfach bestimmte Charakteristiken mit, die dafür interessant sind. Beispielsweise, man hat eben keinen Text vorliegen, das wird nicht notiert, die automatische Transkription ist zu teuer oder zu schlecht, als dass ich sie nutzen könnte und wollte. Ich habe diesen Text also nie mehr da, und worüber ich sprechen kann, ist nur das, was ich noch erinnere. Und dieses Sprechen erzeugt ganz eigene Reflexionsschleifen, auf die man wieder Bezug nehmen kann, aber etwas mühevoller, und es verfällt sozusagen sofort in der Zeit zurück. Wenn etwas ausgesprochen ist, ist es weg. Und man muss darauf Bezug nehmen. Und wie das funktioniert, das würde mich interessieren. Und ich bin interessiert an anderen Erfahrungen, an Menschen, die damit so experimentieren, oder auch an Fragen, die so weiter im Anschluss an Wissenschaftskommunikation vielleicht andenken. Also wie kann man damit in Zukunft arbeiten? Verändert das auch, also Medienwandel verändert das vielleicht auch wissenschaftliche Kommunikation, und so Gedächtnistheorien, die sich daran anschließen könnten. Man kann dann vielleicht an Alida und Jan Assmann denken, die zu kulturellem und kommunikativem Gedächtnis so Überlegungen angestrebt haben, die dazu vielleicht das eine oder andere beitragen könnten. Also eine Form von Gedächtnis, die in der Kommunikation entsteht, beim Sprechen etwas anderes als bei Texten oder bei gar Objekten und dergleichen. Und an solchen Fragen arbeitet ein solches Projekt. Das vielleicht nur so als anfänglicher. Gestattest du mir eine oder zwei Nachfragen? Du sagst gerade, wenn ich es gesagt habe, ist es weg. Das heißt, du hörst dir deine eigenen Aufnahmen nicht noch einmal an, beziehungsweise du bekommst nicht einen Spiegel durch die Hörerschaft, ein Feedback. Also, ich habe einen sehr aufmerksamen Hörer, der mir regelmäßig Zeichnungen schickt, die ihm eingefallen sind, als er das gehört hat. Das ist natürlich dann nicht mehr wahnsinnig durchsuchbar, sowas. Und ich höre mir das an, weil ich das alles nochmal zumindest schaue, ob das Audiofile irgendwie in Ordnung ist und so ein paar Sachen, also so unendlich lange Pausen kürze ich auf erträglich lange Pausen. Also ich schneide sie nicht ganz raus, aber sie sind ja da, manchmal sind sie eben auch 2-3 Minuten, die will man jetzt nicht unbedingt hören, vor allem weil das Gate, wenn es eben auf ist, dann zu ist, dann ist es, dann hört man nichts und denkt, mein Handy ist kaputt, was ist hier los? Genau, also ich höre mir das an, aber es ist mittlerweile 5 Tage ungefähr, also Audiomaterial. Achso, wenn man jetzt am Stück noch gehört. Genau. Ja. Also ja, aber so wäre jetzt schon zum Beispiel zur Vorbereitung des heutigen Tages den gestrigen Tag nochmal. Genau, das mache ich ab und zu, und ab und zu ist das sozusagen hilfreich, aber was ich interessant finde an diesem sprechenden Denken, ist schon auch diese Tatsache, dass es weg ist, dass es mir erstmal aus dem Sprechen rausfällt. Und was dann entsteht, ist unter anderem das Phänomen, was ich sehr spannend finde, aber zu noch nicht so viel mehr sagen kann als das, dass man, wenn man etwas widerspricht, weil einem das gerade einfällt, in dem Moment, in dem man drüber spricht und das dann wiederholt, dann erzeugt das so eine ganz eigene Reflexivität, so das Widersprechen tatsächlich wie wenn man, weiß ich nicht, wenn man ein Instrument spielt beispielsweise, dann lernt man ein Stück und das geht dann in die Finger, ja, wie man so sagt. Und dann setzt man sich Jahre später an das Instrument und dann sieht man die Noten und die Finger wissen es sehr viel besser, als man das von den Noten noch ablesen könnte. Die Finger erinnern das und der Mund auch und das Hören vor allem auch. Und aus dem entsteht so eine eigene Dynamik und so eine Struktur des Denkens auch, die ich besonders interessant finde an sowas. Okay, das ist der Monolog sozusagen. Kommen wir zum Dialog. Wer von euch beiden möchte was dazu erzählen? Ich sage einfach mal, wie es angefangen hat. Oh ja. Also ich
habe vor Jahren mal so ein kleines, weil ich dachte, Mensch, Philosophie muss irgendwie in den Alltag rein. So, ich beschäftige mich damit, aber ich habe im Grunde überhaupt keine Ahnung. Ich denke halt aber gerne über Dinge nach und hinterfrage sie kritisch. Mir fehlt aber einfach ein Unterbau dazu oder ein Gedankenanstoß, wo es weiter hingehen kann, wer da auch schon mal drüber nachgedacht hat. Und habe dann Rita Molzberger ausfindig gemacht, erst für Deutschlandfunk Nova jetzt, als Gesprächspartnerin und dachte, aber 4 Minuten sind einfach viel zu kurz. Dann kann man man kommt nicht in die Tiefe eines Themas. Und dann habe ich Rita irgendwann gefragt, hättest du Bock, mit mir einen Podcast zu machen? Und wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Rita digital abstinent lebt. Und dann haben wir die erste Folge aufgenommen und das hat sofort funktioniert. Also es hat sofort funktioniert, dass wir uns einfach unterhalten, wir grundsätzlich ein Thema haben, über das wir gerne sprechen möchten, ich Gedanken dazu äußere und Rita dazu einen Unterbau hat zum Beispiel. Oder natürlich auch eigene Gedanken, weil sie sich dann auch weitergehend damit beschäftigt hat, also vielleicht Philosophen gelesen hat, aber auch schon länger dann damit arbeitet, Gedanken liefert, ich darauf wieder neue Gedanken aufbauen kann und es kommt in diesen Gesprächen mit Rita bei mir oft zu was, was ich Gehirnbritzeln nenne, wenn man plötzlich so einen Aha-Moment hat und so denkt, entweder, ah, so hängt das zusammen oder, ach nee, das könnte das auch noch bedeuten und man seinen Horizont einfach erweitert, obwohl man nur am Tisch sitzt. Was ich zum Zweiten total super finde, ist, dass man sehr ungeduldig geworden ist, weil man als digitaler Mensch lebt und sich das Denken in der Form gar nicht mehr so leistet, weil man ja ständig unterbrochen wird oder sich unterbrechen lässt. Ja, es klingelt immer ein Handy und so, man hat diese Gedankentiefe nicht. Mit Rita eine Stunde am Tisch zu sitzen und nichts benutzen zu können, weil man Rita zuhören muss, weil es auch interessant ist, was sie sagt und auch man ihr auch zuhören will, holt mich raus aus allem und ich habe wirklich nur Platz für einen Gedankenaustausch. Und ich empfinde das als etwas, das sehr, sehr bereichernd ist und was unglaublich viel Spaß macht, weil man eben Sachen entwickelt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Rita, also ein bisschen weiß ich natürlich schon, aber dann ist hier wahrscheinlich nicht so und was deine Perspektive drauf ist. Ja, ich nehme das Stichwort direkt auf. Sich unterbrechen lassen ist für mich eine ganz großartige Gelegenheit, meinen eigenen Gedanken nochmal neu zu befragen, weil ich natürlich diesen Stil, den Moritz geschildert hat, als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni ganz gut kenne. Dass man insbesondere in der Philosophie sehr bei sich ist. Humboldt hat gesagt, das ist ein Versuch des Geistes, vor sich selbst klar zu werden, das Denken. Damit bin ich seit Jahren befasst, mit dem Versuch des Geistes vor sich selbst klar zu werden. Und es ist schön, dabei unterbrochen und gestört zu werden. Das hat für mich, drei Komponenten, eigentlich noch mehr, aber die wichtigsten jetzt für dieses Projekt sind zum einen, vielleicht fange ich beim Persönlichen an, tatsächlich personal gestört zu werden, im Dialog was anders zu denken, als ich es im Monolog denken würde. Mich einzulassen auf die andere Person und auf ihre Sichtweise ist ein Erfordernis, dass ich anders habe, als ich es bei einem Text habe. Ich habe es da auch, wenn ich mich mit einer Schrift befasse, ist das auch dialogisch, also ne, klassisch hermeneutisch. Da gehe ich in den Prozess des Besser-Verstehen-Wollens und so weiter, aber es ist was anderes, das an der Person festzumachen. Das hat für mich natürlich Wurzeln in der Dialogphilosophie. Ich weiß nicht, wem das was sagt, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Die alten Ursprünge sind schon im sokratischen Gespräch. Sokrates hat sich der Schrift eigentlich verweigert, weil er sagte, dieses Fixieren ist eigentlich was Schlechtes und es animiert uns dazu zu vergessen. Es hat dann eine Reprise erfahren, auch im 21. Jahrhundert noch, im 20. Jahrhundert auch, mit der Dialogphilosophie bei Martin Buber und so weiter. Also das ist die persönliche Ebene. Das zweite ist, dass ich es methodisch sehr interessant finde, im Sprechen zu denken. Das ist das, was du dargestellt hast, weil es besondere Reflexionsräume eröffnet. Weil ich beim Sprechen natürlich drüber nachdenken kann, das kennt man, ne? Denk erst mal nach, bevor du was sagst. Wenn ich mich aber fragen muss, was ist denn jetzt vorher? Muss ich zuerst denken, bevor ich sprechen darf? Oder spreche ich und denke später drüber nach? Oder wie ist das verquickt? Und im Gespräch ereignet sich für mich diese Verklammerung nochmal in besonderer Weise. Das finde ich also methodisch interessant, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass es inhaltlich interessant ist. Wir müssen unbedingt eine Folge darüber machen, wie sich Wissenschaft im Dialog ereignet und was Inhalte von Denken und Sprechen und diesem Repräsentanzgedanken angeht. Das bricht mit den Geschlossenheiten von üblichem wissenschaftlichen Arbeiten und das macht es für mich so interessant.
Das stimmt, du hast auch gesagt, dass es in den Wissenschaftskreisen gar nicht so gerne gesehen wird, dass wir zusammen so einen Podcast machen, ja, weil das als unwissenschaftlich angesehen wird. Ja. Was ich sehr erstaunlich finde, weil ich ja eigentlich, also ich bin sozusagen diejenige, die nicht an die Uni gekommen ist, um Philosophie zu studieren, und aber trotzdem Fragen habe. Fragen, die nicht nur ich habe, und das kriegen wir als Feedback von unseren Hörern, sondern Fragen, die auch Hörer haben. So. Und die Denkanstöße vermitteln. Und viele Menschen sagen, ach krass, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, und finden das super, dass wir das einfach im Gespräch so entwickeln und so alltagstauglich machen. Um es konkret zu machen, wir haben zum Beispiel eine Folge gemacht über das Schimpfen. So, ja, da gibt es den legendären Satz von Rita, die sagt, also, weil ich habe erzählt, wie eine Freundin jemanden im Straßenverkehr beschimpft hat, als Spasti, und sie sagt, das schmerzt mich erkenntnistheoretisch, weil das Schimpfwort nicht korrekt gewählt ist, weil es eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Das ist einfach ein sensationeller Moment. Darüber hat sich dann Moritz, der sehr pro Schimpfen und Fluchen ist, in einem Monolog dann auch ein bisschen echauffiert, weshalb ich das überhaupt so auf dem Schirm hatte, was ich aber toll fand, weil es dann Feedback gab. Und es gab gerade zu diesem Schimpfen und Fluchen und der Haltung, Rita schimpft fast gar nicht, ich fluche wie ein Rohrspatz, nicht nur im Stadion, sondern auch hinterm Steuer, weil es sich ja einfach anbietet, das ist Triebabfuhr. Ich weiß, ich bin damit eine niedere Rasse Mensch, aber das ist voll okay. Hast du Cabrio? Leider habe ich so einen Fall. Und manchmal vergesse ich das auch. Das ist ein bisschen bitter. Aber es ist einfach schön, diese Bandbreite zu haben und dann Rückmeldung zu kriegen, weil Leute dann anfangen, darüber nachzudenken, wie sie eigentlich im Alltag fluchen oder schimpfen. Oder wir haben eine Folge über Geruch gemacht. Menschen, die Gerüche nicht gut abkönnen. Und daran habe ich dann irgendwann gesagt, naja, ich finde, so Parfüm, jemandem Parfüm zu schenken, ist wie so eine Verkleidung. Und ja, weiter nutzen. Fragt er gerade. Und habe das so ein bisschen ausgeführt und dann schrieb jemand zurück. Aber du kannst ja, also, dass er das total blöd fand, weil ich das so anmaßend formuliert habe. Aber auch das finde ich voll okay, weil ich merke einfach, da beschäftigt sich jemand mit einem ähnlichen Gedanken, meldet das zurück. Wir kriegen Denkanstöße von außen. Christoph hat was. Doch. Also zur Depression einen Comic reingeschickt und gesagt, könnt ihr darüber mal sprechen. Die Humorfolge haben wir daraus entwickelt. Es findet also neben unserem Dialog einfach noch sehr viel mehr Dialog statt, der ja eigentlich, also eigentlich führen wir ein Privatgespräch sozusagen und leisten uns diesen Luxus sozusagen eines Privatgesprächs, dass wir in die Welt rauspusten und einfach gucken, was so passiert. Glaubst du denn, dass durch dieses Aussprechen bei dir im Kopf, sagen wir mal, Räume aufgemacht werden, ja, oder Dinge passieren, die nicht passieren würden, wenn, ja, du alleine an deinem Küchentisch sitzt? Total. Ich krieg ja, also den Input, den Rita mir gibt, den bekomme ich ja nicht. Den bekomme ich vielleicht durch selber lesen. Aber bis ich, das Schöne ist, Rita hat ja einen Pool von Wissen. So. Und dann kann sie sozusagen zu einem Gedanken immer ein Häppchen füttern, aus einer philosophischen Richtung. Bis ich all diese Philosophen selber studiert habe, um mir daraus einen Fundus an Wissen zusammenzuarbeiten, dann muss ich selber ein Philosophiestudium machen. Und selbst dann ist ja nicht gewährleistet, dass ich einen ähnlichen Gedanken entwickeln würde. Das heißt, es ist wirklich, es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Und ich würde viele Gedanken nicht haben, wenn sie nicht gefüttert würden. Rita, du hast so einen Fundus, du brauchst nein, gar nichts. Nein, überhaupt nicht. Was gibt's dir? Nein. Also für mich ist es wirklich ein Anlass, nochmal über ein Thema neu nachzudenken und natürlich mein Denken darauf hin zu befragen, was es bisher schon so akquiriert hat. Aber ich schaue auch vorher nochmal in meine Literatur, stehe vor meinem Bücherregal und denke, ah, Jaspers lange nicht gelesen. recherchiere ja auch vorher. Es ist jetzt nicht so, dass ich da blank auftreten würde, weil es meinem Wissenschaftsverständnis auch widerspräche, wenn ich nur aus der Lameng mal eben so erzählen würde. Also ich versuche mich schon minimal zu sichern, indem ich, und dafür bin ich total dankbar, dass wir das machen können, nachher auch eine Literaturliste geben darf. Also wir machen Quellenangaben. Wir haben das gerade diskutiert im Wissen- und Wissenschafts-Slot, heißt das so, dass das eine Form von Wissenschaftlichkeit haben muss einerseits, andererseits ich die ja nicht ausweisen kann. Ich kann nicht sagen, hier, glaubt mir, ich habe das wirklich alles studiert, das ist Unsinn. Ne? Aber ich kann auf die Bücher verweisen, die vielleicht zum Weiterstudium anregen. Und auch das ist nur ein kleiner Ausschnitt von mir immer. Das ist die Weise, wie ich studiert habe. Es ist der Ausschnitt von Philosophie, den ich kenne. Es ist unglaublich klein. Aber wenn das reicht, um gemeinsam Gedanken zu entwickeln, dann ist ja schon mal ein Teil der Arbeit getan. Der Dialog hat ja
den Vorteil, dass man, wenn man mal von diesen Komfortzonen ausgeht, auch indem man sich gerne so bewegt, auch gedanklich. Ja? Ich habe doch so mein Garten, in Anführungszeichen, die kenne ich alle und das ist alles so. Und damit kann ich mit diesem Repertoire und kann ich mir quasi alle Fragen der Welt so nach meinem Gusto erklären. Jetzt hast du einen anderen Garten als Noah und ihr beide tauscht dann sozusagen Blümchen aus miteinander und sagt, was hast du denn da stehen? Das muss ja weg, das ist ja Unkraut. Sozusagen. Das kommt daher. Wenn du alleine sitzt, dann kommst du ja aus deinem Garten eigentlich gedanklich nicht raus. Ich verstehe dich aber schon so, dass durch das sprechende Denken schon auch wenigstens mal so ein Blick über so einen Gartenzaun in andere Bereiche entsteht. Wie machst du das? Ja, ich denke, dass es spricht eigentlich so einen ganz wichtigen Unterschied an, der jetzt, den du auch mit dem Wissenschaftsverständnis angesprochen hast und der eigentlich auch Anklang mit der Kritik, die so aus dem universitären Feld kommt, das sei ja nicht wissenschaftlich. Die Textproduktion in der Wissenschaft wäre, wenn man so sieht, tatsächlich, man kommt aus seinem eigenen Garten nicht raus. Wenn man den Text schreibt, braucht man eigentlich gar nicht über seinen Garten hinausschauen. Man sieht eben, was man gelesen hat oder so, man beschäftigt sich vielleicht mit Kritik, versucht auch das eine oder andere zu antizipieren, was so kommen könnte. Aber man muss nicht aus seinem Garten rausschauen, weil man notiert ja keine Arbeitsskizzen, sondern Ergebnisse. Also Ergebnisse dieses Denkprozesses. Ja, die Vorversionen der Texte, die 500 Beta-Versionen der Dissertation, die sieht ja keiner. Liest auch niemand, vielleicht der Betreuer und der auch nur, also ungern, von beiden Seiten aus ungern. Aber wenn man so das Sprechen, Denken versucht, wie ich das in meinem Podlog versuche, dann ist es tatsächlich ein Arbeitsprozess und so eine Übung. Man kann sich darauf schlecht vorbereiten. Das ist die alltägliche Arbeit, mit der man konfrontiert ist. Und im Denken entwickeln sich eben Widersprüche, die einem selber auffallen. Die fallen einem sowieso die ganze Zeit auf, nur darüber redet eben keiner. Oder man redet in der Wissenschaft schon darüber, aber man spricht eben zum Beispiel beim Mittagsessenstisch oder beim Bier abends mit einem Kollegen oder auf der Konferenz oder so. Im Anschluss an die Vorträge entspinnen sich auch meistens die interessanteren Diskussionen in den Panels und Veranstaltungen selber. Will dann auch nur noch mal ein Professor XY gesagt haben, dass er seit 40 Jahren an dem Thema Arbeit interessiert. Keiner hat er immer schon erzählt und so. Also so läuft es dann. Aber über diese eigentlichen, Denkaktivitäten, Tätigkeiten, Arbeit, die man so in diesem Zusammenhang vermutet, das hört man nicht, das liest man nicht und man muss schon lange verstorben sein und eine berühmte Philosophin, dass dann das Denktagebuch in zweibändiger Ausgabe veröffentlicht wird, wie bei Hannah Arendt. Also, und das ist aber eigentlich interessant und das ist auch der einzige Grund, würde ich meinen, warum es zu so Selbstwidersprüchen die ganze Zeit kommen kann. Nicht der ganz einzige Grund, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass auch dieses Hören, dieses unmittelbare, dieses vermittelte Hören, dieses technisch vermittelte Hören, einem ein Gesprächsmodus ermöglicht mit sich selbst, den man sonst nicht findet. Wenn man so vor sich hin, der Schall geht auch im Raum verloren, gerade wenn da viele Bücher stehen sofort, dann ist er weg. Die schlucken das alles, was für die Aufnahmesituation übrigens sehr von Vorteil ist. Aber die Bücher schlucken die Stimme. Ja, genau. Das ist ja ein schönes bisschen Wort. Ausgefallener Schallabsorber, aber immerhin machen sie Eindruck auf Gäste. Es kommt auf die Gäste an. Davon abgesehen ist es, wenn man seine eigene Stimme so hört, wie man sonst niemanden hört, mit dem man sprechen könnte, so sehr direkt, dann klingt einem das im Ohr nochmal sehr viel, so ein Ticken länger nach. Und das führt zu Selbstwiderspruchsmöglichkeiten und Einspruchsmöglichkeiten und Abbrüchen. Man hört dann, man kommt so ins Stottern und ins Abbrechen und ins Zögern. Und jedes Zögern ist sofort auffällig. Das hört man einfach in dem Moment. Und das ist etwas, würde ich dann sagen, einfach, ja, das ist dann diesen Arbeitskampf. Wobei ich finde ja, ehrlich gesagt, du bleibst vielleicht in deinem Garten, aber du holst dir ja von außen schon Pflanzen da rein sozusagen. Du kriegst ja schon von außen Denkanstöße. Also du hättest wahrscheinlich nicht dich eine Folge lang übers Schimpfen echauffiert, wenn du uns nicht dabei zugehört hättest, wie wir übers Schimpfen reden. Das heißt, du arbeitest dich ja sozusagen in deinen Gedanken an etwas ab, was dir von außen als Input entgegengekommen ist. So, nur, dass wir nicht mehr direkt eine Chance haben, dir zu widersprechen, sondern erst etwas in den Kommentaren unter den Folgen machen können und das auch keine weiteren Auswirkungen hat. Nein. Das ist nicht wahr. In der Folge danach habe ich auch... Nein, alles. Aber
Das meine ich halt, also man bleibt ja gar nicht so sehr in seinem Garten. Die Frage ist halt, ist es mittelbar oder unmittelbar? So, wenn wir im Dialog sind, dann kommt es sofort dazu und dann müssen wir auch schnell sein und sind auch manchmal schnell. Also ich höre manchmal, du unterbrichst Rita bei ihren Gedanken. Ich freue mich, dass sie gesagt hat, dass es okay ist. Aber natürlich kommt das dadurch, dass mir dann plötzlich was einfällt, was angeregt worden ist. Also da findet eine Anregung statt. Aber ich würde jetzt nicht, Rita wirft mir was zu und dann monologisiere ich da nicht 2 Stunden drüber. Da würde ich auch zu einem Ergebnis kommen, zu einem ganz anderen. So. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Du hast einen Input, den du sozusagen verarbeitest in einem längeren Prozess und wir verarbeiten den Input relativ schnell und hopsen sozusagen dann auch so durch so eine Themenwelt. Und also das Ziel dieser Gespräche ist nie klar. Ich bin grundsätzlich nicht vorbereitet. Mir schon. Rita ist super vorbereitet. Nein. Ich bin nicht vorbereitet, was aber auch nicht, was tatsächlich dazu führt, dass Rita zwar vorbereitet ist, wir dann aber doch woanders landen und Dinge gar nicht zur Sprache kommen. Aber das ist einfach eine schöne Reise. Und das Feedback ist bis jetzt so, dass man uns immer noch folgen kann. Das heißt, wir springen nicht so krass, dass irgendwie, ja. Aber das wäre meine Frage. Zum einen, wie ist das mit vielen? Das finde ich spannend. Und ich bin jedes Mal bass erstaunt, wenn das jemand hört. Wirklich. Oder rückmeldet. Ich habe mir das angehört, denke ich mal, warum? Das ist so schräg. Weil ich die gleichen Gespräche natürlich auch ohne dieses Mikro mit dir führen wollen würde. Und das Mikrofon sukzessive egal wird. Das ist ganz am Anfang noch da und ich frage mich 5 Sekunden lang, wie ich sitzen muss und so und dann ist das weg. Und mir ist das auf komische Weise entzogen, dass das veröffentlicht wird. Ich habe dem zugestimmt, ich möchte das. Aber ich vergesse das, sobald ich sprechend denke. Und deswegen frage ich mich häufig, wie ist das für denjenigen, der das anhört? Ist das nicht irgendwie eine Intimsituation, an der ich jetzt teilhabe, obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte? Oder das können wir ja vielleicht einfach cool. Mal hier reingeben. Ja, aber für Leute, die Frage, hören. Wie das für, mit vielen ist, Das ist ja so ähnlich. Ne? Ja, ich habe mir im Vorfeld tatsächlich Gedanken darüber gemacht, wie auch das sprechende Denken in irgendeiner Weise so für mich vor allen Dingen in der Situation Sendegarten mit 4, 5 Leuten gleichzeitig ein Thema ist, was sich abhebt von der Alltagserfahrung, sagen wir mal, der Teamarbeit. Ja, man hat gemeinsam irgendwas zu schaffen und der eine sagt links rum, der andere sagt rechts rum und der dritte sagt, seid ihr bekloppt, lasst doch die Finger davon oder so. Und so arg unterschiedlich ist es, glaube ich, zunächst einmal nicht. Also ich kann mich ganz entsinnen, wir hatten mal eine Situation, wo wir eine Zuschrift bekommen haben, die war aber von niederträchtiger Art mit sexistischem Inhalt und ich war der Meinung, dass man darauf zwar reagieren solle, aber das jetzt nicht als solches veröffentlicht, sondern nur darüber reden. Und als ich das dann vorschlug, sagte das Team, nee, also lass uns das lieber weglassen. Also da kam eine andere Meinung, eine andere Haltung und wir haben längere Zeit hin und her überlegt, bis wir am Ende eine Form hatten, wo ich meinen Impuls, ich muss den irgendwie vors Maul hauen, den durchaus rüberbringen konnte, aber in einer Form, wo eben alle mit einverstanden waren. Das ist diese typische Situation, ihr Team arbeitet und man kommt irgendwie zu einer Lösung. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, da ist jetzt etwas anderes passiert am Ende, als ich ursprünglich vorgehabt habe. Das, durch die Konfrontation, durch das Gespräch, durch die Diskussion hat sich was anderes ergeben. Ich habe eher noch das Problem mit der Live-Situation, dass mir schnell mal irgendetwas herausrutscht, wo ich dann hinterher sagen würde, das hätte ich jetzt aber gedacht, bitte lieber nicht gesagt. So ein Wort wie Spasti oder so, ist da schon so... Ich habe nur zitiert. Ja, ne? Also manchmal stellt sich mir dann auch so... das schiebt sich so rein, darfst du das? Du hättest jetzt, der erzählt irgendwas. Du hättest jetzt eine interessante Frage. Darfst du diese Frage stellen? Oder gehst du damit einen Schritt zu weit? Entblößt du deinen Gast? Oder das sind so Momente, wo ich dann tatsächlich überlege. Und da habe ich natürlich nicht die Chance, das Team mal eben zu fragen, weil das zu formulieren auf einem Seitenkanal wäre zu kompliziert. Also, das machen wir ausgesprochen selten. Also, mich würde noch mal abschließen, bevor wir ins Bild gehen. Darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor du dich da hier so rauslavierst? Ja? Gescheitert. Okay. Für alle, die den Sendegarten nicht kennen, muss man sagen, dass Martin sich extrem, extrem, extrem gut auf seine Gäste vorbereitet und noch Sachen rausfischt, von denen man dachte, das Internet hätte sie vergessen. Und das heißt, Martin... Freundliche Übertreibung, es macht so gut, wie es geht. Das ist die Untertreibung, dann könnte ich die Mitte aussuchen.
Und du ja schon auch einen Plan hast, was du umsetzen möchtest und was du erfahren möchtest von deinen Gästen, dich aber gleichzeitig ja sehr darauf einlässt. Das heißt, auch mit dir passiert ja im Gespräch etwas. Du hast einen Plan und musst dich halt sehr anpassen, was ich finde, was du sehr gut machst. Also ich habe in deinem Garten öfter und finde, dass ein großes Einfühlungsvermögen auf sehr viele, sehr unterschiedliche Menschen dabei ist. Aber auch da muss ja was mit dir passieren. Also du hast einen Plan, du hast eine Vorstellung davon, wer das ist. Und dann kommt aber ja das Gespräch zustande im Podcast. Im Zweifel auch das erste Mal, weil ihr vielleicht vorher noch gar nicht viel miteinander kommuniziert habt, außer über Twitter. Und das macht ja auch was mit dir. Ich würde gerne wissen, was das ist. Das ist so ein gewisser Flow eigentlich. Also da lasse ich mich tatsächlich, wie du es gerade versucht hast zu beschreiben oder beschrieben hast, da lasse ich mich tatsächlich, das will ich jetzt beinahe nicht so sagen, sondern, ne, genau. Da lasse ich mich einfach darauf ein mit dem Gedanken, wer steht hier im Vordergrund? Stehe ich im Vordergrund? Ich bin kein investigativer Journalist, ich habe jetzt nicht zu klären, ob ein Sachverhalt so stattgefunden hat oder nicht, sondern es geht um ein Porträt einer Person, was durchaus auch ein bisschen gefällig daherkommen darf. Also da kann man auch schon mal die guten Sachen nach vorne und die schlechten nach unten. Das ist mir ganz egal, aber ich versuche rauszukriegen, worüber möchte der andere jetzt eigentlich oder die andere eigentlich sprechen. Und wenn ich nach A frage, ich bekomme die Antwort A, ja, aber B ist auch interessant, dann merke ich ja, oh, die Person möchte gerne über B sprechen. Warum sollte ich ihr den Raum nicht geben? Aber das ist halt ein anderer Aspekt von Dialog, der da stattfindet, den ich halt sehr interessant finde, weil du im Dialog ein sehr guter Zuhörer bist im Gespräch. Und das finde ich wirklich sehr spannend. Also es ist wirklich auch spannend, jedes Mal zu beobachten, wenn du mit Leuten sprichst, die ja im Prinzip, dadurch, dass du die nächste Frage stellst, beim Zuhören und Denken zuhören zu können selber, ohne dass du was sagst. Und das finde ich extrem faszinierend. Um mal so einen Aspekt von dialogischem Denken nach vorne rücken zu können. Das ist für mich allerdings eine Reise und ich habe, wenn wir fertig sind, kaum noch eine Vorstellung davon, wie diese Reise verlaufen ist. Es ist mir ein großes Bedürfnis, das abends noch irgendwie in eine höhere Form zu bringen, dass ich mir gleich am nächsten Morgen nochmal anhören kann, damit ich überhaupt eine Vorstellung habe, wo sind wir da überall gewesen, in welchen Ecken und Winkeln sozusagen. Also habe ich immer ein bisschen Angst auch und schwingt auch eine Angst mit. Das kenne ich von auch. Okay. Ja, wir haben jetzt in der Session sprechend denken, das ist jetzt diejenigen, die aktiv sind und da was reinsprechen. Warum hören wir das überhaupt an? Im Endeffekt ist eine ganz einfache Überschrift, hörend denken für mich. Ja? Ich kann mich nicht direkt beteiligen, aber ich kriege Input. Und da hat sich mir jetzt gerade vorhin die Frage gestellt, warum macht es überhaupt Spaß zu denken, also sozusagen mitzudenken, wenn ihr erzählt. Ja? Ich habe das mal schnell erklärt, weil man neugierig ist. Und dann gehört das Denken da direkt dazu. Also warum macht Denken Spaß? So, damit erklärt es dann, denke ich mal, warum wir das anhören. Und im Endeffekt höre ich das für mich, den Podcast. So wie ihr ihn jetzt gerade macht, mit dem Was denkst du denn? Sendegarten habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ich mache es für mich, dieses Zuhören. Was jetzt interessant wäre, wenn jetzt man es wissenschaftlich macht und nicht wissenschaftlich draufstößt, ich sehe immer, bei der Wissenschaft ist so eine kleine Einbahnstraße. Ich habe hier Input, wissenschaftlichen Input, der ist vielleicht schon alt oder ist noch frisch, aber ich konsumiere das, mache irgendwas draus und gebe das wieder raus. Ich muss aber auf niemanden reagieren. Jetzt, wenn die Rita einen Gedanken formuliert, dann muss sie das erste Mal auf dich reagieren, weil der kommt bei dir an, bei dir macht es irgendwas und das macht es dann interessant. Was wird da daraus? Ja, das bringt mich zum Tipp, zu einem Punkt, was ist ein Missverständnis? Du äußerst eine These und sie wird komplett falsch aufgenommen oder andersherum und im Gegensatz zum Monolog. Moritz weiß ja, was er meint, wenn er sie nicht so. Nee, halt eben nicht. Eben nicht, okay. Naja, also Missverständnisse, die schleichen sich die ganze Zeit ein. In so eben Widersprüchen, die heißen nicht umsonst Widersprüche, weil es eben dabei schon auch um so ein Sprechen geht. Also im Hören stellen sich die ganze Zeit solche Missverständnisse. Oder manche Wörter, die man verwendet, weil einem ein anderes fehlt, ist in dem Aussprechen plötzlich klar, dass das nicht nur ein Missverständnis einfach, sondern echt wirklich eine Sprachlosigkeit, mit der ich nicht umgehen kann. Ich habe irgendwie
Ich habe über Dinge zu sprechen, für die ich keine Sprache habe. Ja. Und das ist nochmal, also das potenziert sich ziemlich schnell in so wirklich sehr komplexe Probleme, die so einfach wie Missverständnisse in einem Dialog beispielsweise gar nicht zu klären sind. Die tauchen irgendwann auf, ja? Wenn man manche Missverständnisse fallen sofort auf. Nein, das habe ich so nicht gemeint, lass dich korrigieren. Oder manche tragen sich sehr lange in einem Gespräch mit und irgendwann denkt man, hallo, reden wir noch über dasselbe? Und dann muss man nochmal klären zurück und so in eine Metakommunikationsebene, wie auch immer, ob man das so nennen kann, andere Fragen. Einsteigen und dann darüber nochmal sprechen. Aber die Probleme, die sich im Sprechen ergeben, sind, würde ich sagen, noch sehr viel umfangreicher als nur Missverständnisse. Aber darf ich ganz kurz zu dem Hören noch? Also zwei Sachen. Einmal, das ist ja auch so ein bisschen auf die Frage eine Antwort gewesen, warum hören das eigentlich Leute? Warum hören uns Leute zu? Das finde ich auch immer wieder verstörend. Nein, ich finde es wirklich, also das zu hören, ja, ist. Aber warum macht Denken Spaß? Das dann als Frage davon abzuleiten, finde ich zum einen interessant, zum anderen impliziert es bereits, dass man hört, weil es einem Spaß macht. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten vermutlich gar keinen Spaß macht. Ich höre zum Beispiel sehr viele Podcasts, die mir ganz sicher keinen Spaß machen. Aus Gründen, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, weil man ärgert sich, man verzweifelt, man wird selbst in Zweifel gestürzt und so. Und die machen zunächst einfach keinen Spaß. Und auch einem selbst zuzuhören macht nicht Spaß. Also da hat man jetzt keine besondere so große Freude dabei. Also wer seine Stimme sowieso nicht kennt, wie sie über ein Mikrofon und dann Kopfhörer vermittelt ist, der hat das sowieso im ersten Moment, diesen Eindruck. Das macht auf gar keinen Fall Spaß. Aber selbst wenn man sich daran mal gewöhnt hat, dann macht einem nicht Spaß, dass man ständig irgendwie dann nicht auf den Punkt kommt oder den wieder verliert, wenn einem... Ne? Also da gibt es noch, würde ich sagen, noch sehr viel mehr. Mich würde interessieren, was noch mehr? Also, und dieses Hören hat dann natürlich auch noch ein... Ja, also für dieses Denken nochmal eine ganz eigene Implikation. Und einen ganz kleinen Punkt wollte ich noch sagen zur Wissenschaft als Einbahnstraße. Ich habe nicht den Eindruck, dass man auf nichts reagieren muss. Also ganz im Gegenteil. Das ist nur, das ist ein äußeres Phänomen, das man hat, wenn man eben sieht, was Wissenschaft produziert, nämlich Texte. Die müssen halt erstmal auf andere Texte reagieren. Auf die müssen sie auch schon reagieren. Und dann scheint das so, als müssten sie auf nichts reagieren. Das ist natürlich absurd. Also, und so funktioniert es auch nicht. Ja, das ist sozusagen ein Erbe dieser Überschätzung von Schrift im Unterschied zu Sprache, würde ich meinen, was wir alle mittragen. Du hast die Zeitkomponente. Wenn das Buch vor dir liegt und du liest es, glaube ich nicht, dass das Buch auf dich reagiert, während du da liest. Du hast deine Einbahnstraße in diesem kleinen Moment. Und dann nimmst du das nächste Buch, hast wieder so eine kleine Einbahnstraße. Du kannst was Neues draus machen. Die Einbahnstraße zeigt aber wieder in diese Richtung. Die Zeit kannst du ja nicht zurückdrehen. Singen. So kommt für mich dieses Bild Einbahnstraße. Wenn du jetzt aber im Dialog bist und der andere reagiert direkt auf dich, dann geht's hin und her. Dann hast du die Richtung umgedreht. So stellt sich das. Erstine, dann kannst du bitte. Ihr formuliert ja gerade Gedanken dazu über das denkende Reden. Aber was ihr bisher in diesen Sprechen total außer Acht lasst, ist ja, dass wenn ich jetzt mit dir rede oder mit dir rede, da denken wir auch dabei. Aber wir nehmen das nicht auf. Also was macht denn die Fixierung dieses Redens mit diesem Reden und dem Denken? Weil das ist ja was anderes. Ich habe sehr lange zu Tagebuch gearbeitet und da ging es sehr lange darum, dass es sozusagen so ein Reden mit sich selber wäre, was da stattfindet. Aber die moderne Tagebuchforschung ist da schon auch längst viel weiter. Also sie sagt, es geht nicht nur mit sich selbst zu reden, sondern es geht schon auch so mit, selbst im intimen Tagebuch, um so mitgedachtes Publikum, die da später mir nachfolgen. Oder auch so ein Dialog mit meinem zukünftigen Ich, was nicht mehr das gleiche ist wie ich jetzt. Also das passiert ja, ihr redet ja nicht miteinander. Du redest nicht mit dir, du redest vielleicht mit dem Moritz, der du morgen bist. Und ihr redet direkt mit euch. Und ihr redet vielleicht noch im Sendegarten sehr viel stärker mit einem Publikum, was außen live dabei ist. Aber es wird ja fixiert. Und was macht das damit? Dieses sich selber lesen und sich selber denken in dieser Fixierung. Also ich glaube, das, was wir zuerst mal fixieren, ist ein Thema. Ja? Also das ist, glaube ich, schon mal eine Fixierung, die man im normalen Gespräch nicht hat.
auch nicht in der Tiefe, wo man sagt, so, wir haben jetzt eine Stunde Zeit, das ist unser Thema. Das kann sich entwickeln, aber das ist unser Thema. Im normalen Gespräch, wenn man mit Freunden spricht oder so, dann hüpft man von Hölzchen in Stöckchen oder man wälzt ein Problem, das kann mal passieren. Aber in der Regel hat man so eine Themenbandbreite und wir fixieren schon mal das Thema. Das gibt in der Regel keinen Anlass, das zu tun. So, ja? Das heißt, wir schaffen schon eine besondere Gesprächssituation und haben so ein Überthema schon im Blick, beziehungsweise Rita also im Blick, während ich das gerne mal verliere. Aber das macht schon was Besonderes mit dem Gespräch, dass es einfach eine Richtung hat. So, und ich glaube, das ist der Grund dann am Ende, warum man es aufzeichnet, weil man es unter ein Thema sortieren kann und sagen kann, so, das ist unser Thema und dann auch möchte, dass es nochmal Feedback dazu gibt. Von Menschen, die man natürlich nicht erreicht, wenn man nur in einem Raum sitzt und miteinander redet, ohne dass es da noch mal rausgeht aus diesem Raum. Nur ganz kurz, das ist die Verstörung, die ich meine. Das verstört mich nachhaltig, dass ich weiß, es wird fixiert. Für wen, weiß ich nicht. Wie lange, weiß ich nicht. Und ich habe mich darauf eingelassen. Rückwärts verstört es mich, dass ich mich darauf eingelassen habe. Ja, das ist so. Und im Moment tut es das auch immer wieder, weil ich glaube, das ist Verhältnis von, das hast du auch angesprochen, Transitorik nennt man das ja in der Musik, auch in Konzertaufführungen, dass es eigentlich weg ist, wenn es einmal aufgeführt wurde. Und das ist es dann aber nicht. Ist es aber wohl, weil der Moment, in dem es aufgenommen wurde, trotzdem weg ist. Die Fixierung des Ganzen ist etwas anderes als das, was sich im Gespräch ereignet hat. Und damit bin ich dann gut. Ja, ich wollte mal das Feedback geben, als ich bin auch Podcast-Produzent, aber wenn ich Podcast höre, warum höre ich das gerne, warum macht mir das Spaß? Ich habe so das Bild von mir im Kopf, nicht zum Beispiel ein typisches, ich will jetzt nicht darüber schimpfen oder so, aber ein typisches Deutschlandfunk-Feature, was ich total oft mache, weil es einfach informativ ist. Dabei wäre mein Gesichtsausdruck wahrscheinlich ziemlich ausdruckslos. So, ja? Also ich höre das und ausdruckslos. Wenn ich jetzt einen Gesprächspodcast höre oder ein irgendwie viel mehr mit Persönlichkeit und Dynamik spielenden, kann auch dann gebauter, aber produzierter Podcast sein, dann ertappe ich mich natürlich oft dabei und auch andere Leute, die sie mich da komisch anstarren, dass ich mitrede. Ich fange wirklich an mitzuquatschen. Ich sage dann so Sachen, ja, stimmt total. Oder und hast du darüber schon gedacht oder sowas, ja? Und wenn du unterwegs bist in der U-Bahn oder so, kann es natürlich ein bisschen kommen. Das heißt, aber das ist genau das, was mir dann super viel Spaß macht am Podcast. Oder ich lache. Oder manchmal kommen mir auch die Tränen runter. Dieses, du hast nicht das Gefühl, dass da Leute sind, die machen was und du hast dann nichts zu tun, sondern eigentlich bist du voll dabei. Und das ist genau das, was so für mich den Spaß ausmacht. Und dann habe ich noch eine Frage an euch zum Thema Kontingenz, weil das beschäftigt mich total oft. Habt ihr nicht das Gefühl, wenn ihr das da so raussendet, diese Angst, was machen jetzt die, die das hören, da raus, also die Kontrolle zu verlieren über euer Werk ein Stück weit oder was ihr gemeint habt eigentlich? Ja. Bei allem. Das ist auch das beim Schreiben schlimmer. Beim Schreiben, oder? Ist es noch schlimmer, ja. Weil nicht beim Sprechen konzidiert man ja, aha, das war sehr spontan, vielleicht hat sie sich da selbst überholt, mir sind die Pferde entlaufen. Und das kann sein, dass ja, man postuliert da so ein gewisses Mitgefühl vom Hörenden. Beim Schreiben nicht, beim Schreiben habe ich das tatsächlich schlimmer. Und insbesondere beim wissenschaftlichen Schreiben, da ist man immer in dieser Haltung, immer, immer. Weil immer die Deckung oben und macht Quellen und Quellenangaben und Fußnoten ohne Ende. Traut sich vielleicht später auch mal einen eigenen Satz zu, das dauert aber. Und das ist auch Therapie, mal zu sprechen und sich das zu trauen. Ja. Also ich bin ja Hörfunkjournalistin, zum einen und zum anderen mache ich Community Management und Social Media Management. Und in der Podcast-Welt habe ich die Erfahrung gemacht, dass die grundsätzlich eher positiv oder zumindest konstruktiv in der Kritik ist. Das ist für mich was ganz anderes, als wenn ich zum Beispiel bei WDR2 samstags ja, irgendwie was über Fußball erzählen muss. Da weiß ich, da sitzen da draußen eine Anzahl von Menschen, die nur darauf warten, dass ich einen Fehler mache. So, das weiß ich und das macht einen entsprechenden Druck. Den habe ich, also dahingegen ist für mich Podcasten reine Erholung. Das ist das kleine Paradies des Hörfunks, ehrlich gesagt. Und das ist ja auch nicht so, dass wir rausgehen, Rita und ich, und sagen, so, und wir haben jetzt ja das Wissen der Welt gepachtet und was wir hier sagen, ist Gesetz und so, sondern wir erarbeiten ja was im Dialog und wir machen auch transparent,
warum wir welche Haltung haben. Und das ist, finde ich, was sehr Schönes, was im Journalismus mir persönlich zu kurz kommt, dass man transparent macht, warum man welche Haltungen einnimmt oder wieso man auf welche Haltungen kommt und dann auch bestimmte Meinungen dadurch vertritt, weil das durchaus dazu gehört, einfach transparent zu machen, auf welcher Seite man steht und dann zu sagen, aus welcher Haltung heraus man Dinge wie bewertet. Und dann ist man auch nicht mehr so persönlich, finde ich, angreifbar. Man kann mir jetzt immer noch sagen, sorry, da hast du dir aber nicht genug Gedanken gemacht. Aber das ist ja okay. Also es kann ja passiert sein. Und ich habe in diesem Podcast keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern ich habe einfach Spaß daran, Dinge zu erfahren und zu erkennen. Und dieses, wie gesagt, das ist dieses Gehirnritzeln. Mir macht es einfach so einen unglaublichen Spaß, dann neuen Input zu kriegen und auch zu wissen, dass Rita jetzt nicht mir gegenüber sagt und denkt, na, ist sie doof. So. Das ist, weiß ich nicht. Also, es gibt einen legendären Moment, da haben wir über Existenzialismus geredet, da hat Rita mich nicht rausgelassen aus diesem Momentum, dass man diese Hoffnungslosigkeit auch mal ertragen muss. Ich weiß gar nicht, ob du es bewusst gemacht hast oder unbewusst. Ich habe wirklich versucht, mich da rauszulabern und gesagt, ja, ich möchte aber trotzdem die Chance in allem sehen und sinnloses Scheitern finde ich irgendwie doof. Und ich habe aber gemerkt, wie sie mich eigentlich im Griff hatte und mich eigentlich in dem Moment hätte sagen müssen, ja, ist scheiße. Ist einfach, es gibt einfach Situationen, die sind auch scheiße und ich habe es gemerkt. Wollte ich nicht. Das ist voll okay. Nein, aber für mich ist das eine Erkenntnis zu merken, wo ich an dem Konzept und an dem Gedankenkonstrukt da scheitere und wo es mir auch unangenehm wird und wo ich mich da auch ausflüchte und so. Und das sind für ganz persönliche schöne Momente und ich glaube schon, dass man das unterbewusst hören kann, dass da jemand mit sich ringt. Und dahingegen ist alles andere, was so gesendet wird, so unglaublich perfekt und sicher und wissend und blablabla. Und ich finde diese Verunsicherung, die da manchmal stattfindet, total toll. Warum soll mich das denn nicht verunsichern? Es ist auch manchmal scheiße. Ach, gerade gezuckt, als du sagtest, es ist nicht wissenschaftlich, was du machst, aber es geht ja um Erkenntnisgewinn. Ja, aber so privat. Insofern verstehe ich zum Beispiel auch den eingangs gesagten Satz von Boris so, dass es vielleicht dann doch der Wissenschaft näher ist, als man vielleicht meint, es zu sein. Wer weiß. Christoph, hattest du dich gemeldet? Ja, ich hatte mich gemeldet. Ich wollte eigentlich nur noch mal dazu anführen, warum wir Podcasts hören. Zum einen, der riesengroße Vorteil am Podcast ist, dass ich mir aussuchen kann, was ich hören will. Im Radio kann ich das nicht. Ich kann zwar vielleicht den Sender wechseln, aber wenn dort irgendwie ein Lied kommt, was mir nicht gefällt, dann muss ich das ertragen, wenn ich den Sender nicht wechseln möchte. Beim Podcast ist es ein bisschen anders. Da kann ich sagen, das ist jetzt kein Beitrag, der mir nicht gefällt, höre ich mir nicht an. Und dadurch entsteht natürlich ein größeres Interesse an den Dingen, die dann dort auch kommen und auch durchaus ein größeres Engagement, dem zu folgen. Das ist, glaube ich, einer der größten Vorteile, die Podcast halt einfach hat. Wobei das nahelegen würde, dass wir uns dann doch wieder in Komfortzonen bewegen, ja, und in Eco-Chambers und nur das anhören, was wir auch hören wollen. Aber eine Frage an dich. Also du hast ja zum Beispiel auch was geschickt und wir denken sozusagen ja auch im Auftrag stellvertretend für euch. Also du hättest ja auch einfach sagen können, ich bin total zufrieden mit meinen Gedanken, die ich mir zu diesem Comic zur Depression von The Oatmeal gemacht habe. Nein. Aber stattdessen schickst du es uns und sagst, hier, denk doch mal drüber nach und sprech darüber. Der Punkt ist, ich habe ja selber auch darüber nachgedacht. Ja. So. Und das zum Beispiel, was deinem Konzept so gut beinhaltet, ich habe mir da selber darüber Gedanken gemacht, ich habe sie jetzt nicht fixiert, aber es ist einfach dann auch oft das Bedürfnis, oh, da gibt es Leute, die denken auch über sowas nach. Vielleicht haben die einen anderen Twist dabei. Das würde mich interessieren. Und das ist dann auch der Beweggrund gewesen, gerade das zu machen, weil... Aber du bist ja nicht dabei. Du gibst es in Auftrag und gibst es ja erstmal weg. Das ist genauso wie ein Buch lesen, was... ja, aber ich finde das spannend. Ja, es ist auch total spannend. Also jetzt habe ich produziere Podcasts, wo anderes Feedback kommt, das nicht so tief geht, sage ich mal. Aber auch da ist es wirklich interessant, von den Leuten, die dazu beitragen, auch deren Standpunkte dazu zu bekommen. Auch das ist dann wieder interessant und das ist klar, wir bewegen uns dann wieder in Komfortzonen, die und auch in Filterblasen, die dann wahrscheinlich das eine oder andere Mal eingerissen werden, aber doch relativ stabil sind. Das ist, würde ich sagen, tatsächlich so. Ja, bitte. Also einmal wollte ich sagen, auch immer dieser Kontrollverlust, wann fängt für mich der Kontrollverlust meiner eigenen Sendung an? Und das ist mit der Veröffentlichung meiner Folge. Also bis dahin höre ich den Podcast durch, schreibe meine Shownotes.
Aber sobald er veröffentlicht ist, kann ich es nicht mehr ertragen, meine eigene Stimme zu hören, was bis dahin ja kurioserweise funktioniert. Es verändert sich ja nichts, aber es ist jetzt auf einmal draußen. Das andere, warum ich sowas höre, das ist zum einen mir auch mal eine Bestätigung zu holen. Also ich höre schon gezielt auch Dinge, wo ich mir eine Bestätigung holen möchte für meine eigene Meinung, aber auch um auch mich aufzuhalten. Also es gibt schon Formate, bei denen ich weiß, das trifft jetzt vielleicht nicht meine eigene Meinung, aber es regt mich wieder an, weil ich dadurch nochmal einen ganz anderen Input bekommen habe. Deswegen höre ich dann auch solche Dinge. Dine, können wir eben Moritz hören? Der hat gerade schon gezuckt. Ja, keine. Nee, das schließt sich gut an. Also, okay, dann schließen wir es so. Also ich würde ein ähnliches Thema aufgreifen, und zwar dieses Moment der Irritation. Also gerade bei dialogischen Podcasts, wo du vielleicht zwei Akteure hast, ist es ja oft so, dass es davon lebt, dass diese Akteure unterschiedlich sind. Also dass unterschiedliche Positionen da so in eine Abwägung gebracht werden. Und genau die Position, die vielleicht mir besonders fremd ist, also sich bewusst irritieren zu lassen, also dass du ein Thema da reingetan hast, ist ja wahrscheinlich genau dieser Wunsch, du hast schon eine Meinung dazu oder irgendwelche Gedanken, du willst dich aber nochmal irritieren lassen in dem und das und diese Irritation, also Störung, das, an dem du dich reibst, das ist das, was dich weiterbringt, nicht was so konform mit dir geht, weil das hast du ja schon dabei. Und gleichzeitig ist dieser andere Dialogpartner ja der, der dich wieder auch ein bisschen wieder einfängt, mitnimmt, vielleicht in dem eigenen Denken bestärkt. Also ich finde, dieses Wechselspiel zwischen Irritation und aber irgendwie begleitet werden in dem Weg, wie man vielleicht sowieso schon denkt, ist total fruchtbar. Ja, das wollte ich also gerade sagen, das Unbekannte ist eigentlich der Reiz am Dialog. Also je unbekannter mir die Person ist, die mir gegenüber sitzt, umso reizvoller ist für mich das Gespräch. Wirklich? Nee. Also für mich persönlich schon, weil ich da nicht, also natürlich informiert man sich drüber, also wenn man ein Interview führt. Nein, natürlich muss man schon eine gewisse Basis haben. Das ist mich so faszinierend, was du machst, weil du sprichst halt mit dir selbst, bist im Dialog mit dir selbst. Und also ich persönlich brauche eben genau diese Impulse von anderen, von einem, von mehreren. Und ich versuche mir das halt vorzustellen. Ich habe dein Log noch nicht gehört, deswegen... Ich bin gespannt. Also ich habe so viele Notizen, aber ich würde mal gerne auf kurz was versuchen runterzubrechen. Man geht davon aus, dass im Dialog oder im Gespräch mit anderen, dass da so die Irritation herkommt und der Anreiz oder so. Aber das kann wirklich eigentlich nur jemand sagen, der keine eigenen irritierenden Gedanken je hatte oder sich selbst stört oder nervt, ärgert oder so über sich selbst. Und das macht eigentlich jeder. Ja, nur spricht man darüber dann vielleicht nicht unmittelbar mit jemand anderem wieder und mit sich selbst erst recht nicht. Man versucht es irgendwie mit sich selbst so, dass es praktisch irgendwie funktioniert, auszuhandeln. Wenn man aber nicht daran vorgeblich erstmal interessiert ist, dass es funktioniert, sondern interessiert ist daran, was stört mich eigentlich, warum, was beeinflusst es, was ist das überhaupt, dieses Denken, woher kommt diese Störung? Ja, ohne dass man das jetzt irgendwie immer nur so psychologisch interpretieren möchte, so, ja, ich habe halt eben was Schlechtes gegessen oder so. Also, ja genau, nee, egal. Leiblich. Ja, leiblich, aber auch, ja, egal. Aber, also, wenn man mit sich selbst denkt oder im Selbstgespräch denkt, dann kann das nicht weniger, also vielleicht oft eigentlich sogar störender oder irritierender sein. Also gerade dieses Kleist-Modell vom Anfang, was ich kurz zitiert hatte, da geht es ja gerade darum, dass man überzeugende Gedanken erst mit einem Gegenüber entwickelt und für einen Gegenüber. Und man überzeugt sich selbst damit. Das ist bei einem Selbstgespräch nicht so leicht. Also das ist gar nicht so leicht. Das ist eine oft geteilte Annahme, die Sprache sei extrem suggestiv, vor allem auch sich selbst gegenüber oder so. Aber die Erfahrung teile ich nicht. Sie ist auch nicht zwangsläufig näher. Auch das ist etwas, was wir jetzt so auf Podcast-Konferenzen eigentlich jedes Mal wie so mantraartige Formulierung hören. Der Podcast ist einfach das, da wird näher erzeugt, ist das persönlichste Medium. Da wird so eine Gegenüberstellung zwischen Schrift und Distanz und Nähe und Sprache und Stimme, und die Stimme ist irgendwie, das drückt das innere Bewusstsein am ehesten aus und es ist praktisch unvermittelt und so weiter. Aber so recht überzeugt mich das nicht, wenn man diesen Problem des Sprechens mit seinen eigenen Gedanken so irgendwie
auf die Spur kommt, dann stellt man, glaube ich, relativ schnell fest, und zwar jeder, dass das so einfach nicht ist mit diesen Widersprüchen. Und dann hattest du vorhin gesagt, was ich ganz interessant fand, wir sprechen ja auch miteinander und denken nicht und nehmen das aber deswegen nicht gleich auf. Und ich würde natürlich auch nicht jedes Gespräch aufnehmen wollen, das ich mit irgendjemandem führe, weil es darum ja auch nicht geht. Es geht ja bei vielen Gesprächen einfach um etwas anderes. Man stimmt sich ab, man koordiniert sich, man macht etwas aus oder man möchte einfach nur etwas hören von jemand anderem, das dann auch nur wieder in irgendwelchen Kommunikationen funktioniert. Und man weiß eigentlich auch nicht viel mehr über den anderen oder was er so wirklich denkt, als man dann davor davon wusste. Aber wenn man über das Denken nachdenkt oder zumindest über dieses denkende oder sprechende Denken nachdenkt, dann ist es etwas anderes, das einen besonderen Beobachtungsprozess benötigt. Und der ist eben dann mit Fixierung gar nicht so sehr gefasst, sondern weil auch das Tagebuch zu fixieren, ist ja etwas, sagen, was noch mit so einem Publikum denkt. Aber dieses mit dem Publikum habe ich zumindest, also der Öffentlichkeitsbegriff, der ist mir lieb, aber dieses Publikum impliziert immer so ein Sender-Empfänger-Modell und es ist mehr problematisch, als dass es irgendjemandem jeweils geholfen hat. Insofern, auch das sind Irritationen und Widersprüche und Probleme und tatsächlich konkretes Scheitern von so Sprechen, das dann auftaucht in so einem Sprechen. Und zu scheitern und irritieren würde ich auch noch viel sagen, aber das lasse ich jetzt. Gibt es noch Fragen aus dem Plenum? Sonst würde ich noch eine. Ja, ich will mal eine Beobachtung, die jetzt bei euch, also im Sendegarten, bei was fängst du denn, und bei Moritz mir auffällt, dass das im Grunde, also dieses zuhörende Denken, das habe ich Moritz gestern auch schon erzählt, warum steht dieses sprechende Denken so im Vordergrund, obwohl zwei oder drei miteinander sprechen, aber 500 hören zu? Ja, also es gibt eine gewisse Disbalance hinsichtlich. Eigentlich sind die Zuhörenden doch wichtiger, zumindest sind sie quantitativ überlegen, auch wenn sie nicht so richtig manifestiert sind. Und was mir so ein bisschen fehlt, auch im Gespräch, ist, eigentlich gibt es ja eine Beziehung zwischen dem Sprechenden und dem Zuhörenden. Und bei Moritz ist es mir jetzt aufgefallen, das ist sozusagen der pathologische Fall, eigentlich geht es ja immer um die Monologe. Also auch wenn ihr beide miteinander spricht, mir geht es ja mehr darum, was Rita mir sagt, als dass dann irgendwann nochmal ein Anlass für einen Richtungswechsel kommt. Wo der herkommt, ist in dem Falle ganz egal. Das fällt mir dann beim Sendegarten auf, weil es da auch zuletzt einen pathologischen Fall gab, dass nämlich Nicolas Wörl die eine oder andere Frage abgelehnt hat. So im Sinne von, ach Martin, du verherrlichst mich hier zu sehr. Ich kann das gerade nicht so als Impuls für meinen nächsten Monolog mit dem Hörer aufnehmen. Stell mir doch mal eine andere Frage. Also in dem Moment fällt das so auf. Mir fällt es auch beim Aufwachen-Podcast auf, dass wir doch sehr unterschiedliche Publika haben, je nachdem, ob wir mehr so Hans-Jessen-Fans Zuhörer haben, Thilo Jung-Fans oder welche, die dann mir lieber zuhören. Ja, also in den Kommentaren wird das ganz deutlich. Da geht es nicht um das Gespräch derjenigen, die das Gespräch führen, sondern da geht es um diese 1-zu-1-Beziehung, eben nicht der Podcast und die Hörerschaft, sondern der Podcaster und der Hörer. Also es ist im Grunde immer eine Dialogbeziehung, auch wenn die eine Seite des Dialogs da immer schweigt, ja, bis man am Ende dann mal Kommentare bekommt oder so. Bei Moritz fällt das eben besonders auf, weil Moritz braucht keinen Anlassgeber für den nächsten Dreh im Gespräch, sondern er stolpert einfach über sich selbst und dann fällt ihm noch irgendwas ein und dann weiß man noch nicht, wie lange ist es eigentlich. Manchmal sind es dann 27 Minuten, da frage ich mich schon nach, was hat er denn heute wieder? Meistens nur 7. Da weiß ich schon, es geht los mit, es ist spät geworden und so weiter. So, aber im Grunde, und es fehlt mir beim Nachdenken dann auch, ich will es sozusagen nur in die Runde werfen, das Podcasting ist deswegen, das darf man dann auch nicht zu weglächeln, mit diesem, das ist ein sehr persönliches Medium, weil es wirklich darum geht, der eine Hörer und der eine Sprecher, auch wenn mehrere am Mikrofon sitzen. Ja, aber diese Beziehung, die ist sozusagen, also ich würde mich jetzt auch dann nähern über das nachdenkende Zuhören, aber ich glaube, das ist die Richtung, in der man dann auch weitergehen müsste. Ich sehe verschiedenes Nicken im Publikum, das ist ganz schön. Wir müssen nur mit Blick auf die Uhr so langsam so runterfahren. Ich wollte auch nur einmal tatsächlich bestätigen, klar, die Leute hören, was denkst du denn Podcast, weil sie Rita sprechen hören wollen, weil sie... Ja, oder nicht? Naja, aber so genau, klar. Vielleicht nicht, aber natürlich geht es, also ich kann den Erkenntnisgewinn nicht schaffen. Ja, ich kann den Erkenntnisgewinn nicht bringen, sondern ich kann... Ja, doch. Echt, habe ich jetzt irgendwie... Nein, aber irgendwie...
Nee, ich, also wenn ich das aber selber machen würde in der gleichen Firma, würde es einfach nicht funktionieren. Es wäre nicht dasselbe. Es geht nur, wenn ich sozusagen dich dabei habe. Es funktioniert halt sonst nicht. Mir selber würde in so einem Ding niemand zuhören. Aber Rita funktioniert auch nicht ohne dich. Ja, eben. Weißt du? Ich würde es ohne dich auch gar nicht machen. Das wäre man muss es ja auch nicht in Frage stellen. Das ist einfach sehr schön. Das sieht, ihr habt beide Spaß dabei. Ja, also ich glaube, was wir übersehen haben, was bei aller Irritation und Störung habe ich hohe Affinität zu. Als Bildungsphilosophin muss man das haben, darum geht es, ne? Um störende Momente und so weiter. Was wir übersehen ist, dass wir in einem Modus des Einvernehmens sprechen. Das ist ein angenehmer Raum hier. Ich weiß, dass sie und ihr gerne zuhört. Ich weiß, dass wir miteinander können. Das haben wir ausgehandelt, sonst hätten wir nach Folge 3 irgendwie aufgehört. Und dieses Einvernehmen ist ja auch ein Hören, ne? Vernehmen. Das hat man entweder mit sich selbst auch bis zu einem gewissen Punkt und erträgt dann Irritation besser oder schlechter. Wenn man das mit sich nicht hat, erträgt man es schlecht oder auch miteinander besser oder schlechter. Und die große Irritation ist wirklich die zwischen mir als jemandem, der jetzt veröffentlicht und denjenigen, die hören, weil ich nicht weiß, ob es da ein Einvernehmen gibt. Das ist mir entzogen. Ich gehe davon aus, dass es gewissermaßen gibt, sonst würde ich nicht angehört. Aber es kann ganz viel Widerspruch kommen und da ist für mich wirklich der große Bruch. Aber dieses Einvernehmen ist was immens wichtig ist für die Gesprächssituation. Ohne das kämen die auch nicht zustande. Das letzte Wort würde ich gerne dem Initiator, dem Ideengeber dieses Workshops oder dieser Stunde sozusagen geben, dem Moritz, und dich fragen, weil wir das Wort Erkenntnisgewinn jetzt ein paar Mal gehört haben. Hast du über dich selber im Verhältnis zum 31. Dezember 2016 ein Erkenntnis an Erkenntnis dazu geworden? Also über mich selber, das fände ich fast noch verstörender. Also weil wenn überhaupt, dann lebt ein solches Gespräch nämlich, da würde ich dir voll zustimmen, schon aus einer Unzugänglichkeit des Gegenübers, der auch man selbst sein kann und man selbst sich auch nicht so zugänglich ist. Also man verfügt eben auch im Selbstgespräch nicht über sich selbst. Man ist sich nicht voll präsent oder einem Gegenüber, das ist einfach schon logisch nicht möglich. Und deshalb denke ich mehr und mehr eigentlich in solchen Gesprächsformaten nach, was es eigentlich heißt, wenn es funktioniert, wo es doch eigentlich scheitert. Also was das heißt, das finde ich an Gesprächen interessant und das würde ich mehr und mehr auch meinen, denke ich, eigentlich gilt für Podcasts auch. Warum funktioniert es eigentlich, wenn es doch scheitert? Wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen den Interesse.